Bei InnoVex forschen wir in verschiedenen BMBF- und BMWI-Projekten. Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen KI, IoT und Industrie 4.0. Hier im Servicemeister-Projekt entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit Krone Messtechnik unter anderem intelligente Services zur Predictive Maintenance und zur Anomalieerkennung mit magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten. Als eines der führenden Unternehmen der industriellen Messtechnik arbeiten wir mit zahlreichen Kunden in unterschiedlichen Branchen zusammen. Dabei sind wir immer auch auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Mehrwerte für unsere Kunden zu realisieren und ihren Arbeitsalltag zu verbessern. So können wir unseren Kunden kritische Abweichungen bereits frühzeitig melden und geben ihnen so die Möglichkeit, rechtzeitig reagieren zu können. Das ist eine der spannenden Aufgaben, an denen wir gemeinsam mit den Kolleginnen von InnoVex in diesem Forschungsprojekt arbeiten. Hier an unserem Teststand realisieren wir Experimente zur Anomalieerkennung mit Hilfe von Wasserdurchfluss. Das Krone Edge Device ermittelt über die Sensorik Messdaten und streamt diese direkt in die Google Cloud. Dort werden diese mit Hilfe von Algorithmen des Machine Learnings verarbeitet und vom Normalzustand abweichende Betriebsfehler können in Echtzeit erkannt werden. So beispielsweise Luftblasen im Wasserkreislauf oder auch elektrische Defekte. Die Ergebnisse werden direkt in unserem Dashboard visualisiert. Im Moment läuft das System in einem fehlerfreien Zustand. Auf unserem Dashboard sieht man hier unten die gemessenen Sensorwerte. Dazu gehören die Durchflussgeschwindigkeit, die Leitfähigkeit, die Spulentemperatur und der Status der Sensorelektronik. Im oberen Bereich sieht man den von der KI erkannten Systemzustand. Der ist im Moment fehlerfrei. Hier leite ich jetzt mit einem Kompressor künstlich Luftblasen in das System. Wir können dies unter anderem an der schwankenden Durchflussgeschwindigkeit erkennen. Unsere KI wertet die veränderten Messwerte aus und gibt dem Servicetechniker Feedback, dass Luftblasen im System sind. So, jetzt klemmen wir mal eine der Elektroden ab. Der so erzeugte Fehler wird zusammen mit den veränderten Sensormesswerten direkt auf unserem Dashboard angezeigt. So sieht der Servicetechniker nicht nur, dass ein Fehler auftritt, sondern auch, dass die Verkabelung korrigiert werden muss. Zu guter Letzt erzeugen wir einen Kurzschluss. Sobald ich diesen auflöse, wird der Normalzustand wieder auf unserem Dashboard angezeigt.